Dieser Mann will seinen Highschool-Abschluss nachholen, weil er damals die Schule abgebrochen hat. Sein Name ist Teddy. Deswegen geht er in seine alte Schule, um sich einen Abschluss zu kaufen. Aber er hat nicht erwartet, dass der Direktor sein ehemaliger Mitschüler Stuart ist, der früher von Teddy gemobbt wurde, weil er drei Nippel hat. Teddy versucht ihn zu bestechen, doch der Direktor lehnt ab. Er begleitet Teddy nach draußen, als er plötzlich von einer Abendschule hört und meldet sich an. In der ersten Stunde muss sich jeder kurz vorstellen. Dort gibt es zum Beispiel einen Familienvater mit Gedächtnisverlust, eine Mutter, die mit 15 geschwängert wurde und eine Tussi, die von der Schule geflogen ist, weil man bei ihr Drogen gefunden hat. Außerdem gibt es noch einen Knastbrudi, der über Skype am Unterricht teilnimmt. Er will einfach nur in Ruhe lernen, aber manchmal wird er von seinen Mithäftlingen beim Lernen gestört. Auch Teddy wird von seiner Freundin während des Unterrichts abgelenkt, die ihm heiße Bilder schickt. Auf einmal wird er von der Lehrerin nach vorne gebeten, um die Aufgabe zu lösen und wird von mathematischen Formeln attackiert. In diesem Moment kommt der Direktor herein und will ein bisschen zusehen, während Teddy sich vor allem blamiert. Als er nach Hause kommt, ist seine Freundin leider schon am Schlafen und er bekommt eine Vision von seiner Lehrerin, die zu ihm sagt, dass sie für die Zwischenprüfung lernen soll.